Wie hat Lord Voldemort eigentlich seinen rudimentären Körper erschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Der Film Harry Potter und der Feuerkelch hat seine Kritiker. Viele Fans nennen ihn den schlechtesten Harry Potter-Film von allen. Aber was der Film wirklich spektakulär gemacht hat, war Voldemorts Wiedergeburtsszene. Für mich war sie absolut unglaublich. Alles schien zu passen. Die Düsternis des Friedhofs, Cedric Diggorys Tod und sogar Ralph Fiennes Debüt als die Figur in voller Form waren nichts weniger als brillant. Etwas, das für mich wirklich herausstach, war der rudimentäre Körper auf dem Bildschirm, den wir alle aus den Büchern kennen. Und von dem, was ich gelesen habe, wurde viel Zeit darauf verwendet, das richtige Design zu finden. Heute möchte ich speziell über den rudimentären Körper sprechen. Ich werde also ein wenig ins Detail gehen und darüber sprechen, was genau bei der Erschaffung von Voldemorts rudimentärem Körper passierte. Vom Zauberspruch über die Substanz bis hin zu gewissen Gerüchten und Spekulationen über die tatsächliche Herstellung des Körpers. Also lasst uns nicht länger warten und das Video fortsetzen. Die folgende Situation: Voldemort wird körperlos, nachdem er versucht hat, Harry Potter zu töten, als der Todesfluch auf ihn zurückprallte. Alle dachten, er sei besiegt oder getötet worden oder auch einfach verschwunden. Niemand wusste wirklich, was passiert war. Die Wahrheit ist, dass Voldemort in einem geisterhaften Zustand zurückgelassen wurde. Er wusste nicht einmal selber, was er war. Ein großer Hinweis darauf, dass er nach seiner Wiedergeburt zur vollen Macht zurückkehren würde, liegt in seinen eigenen Worten. Was ich war, selbst ich weiß es nicht. Ich, der weiter als jeder andere auf dem Pfad der Unsterblichkeit ist. Kennt ihr mein Ziel, den Tod zu besiegen? Und nun wurde ich getestet, und es schien, dass eines oder mehrere meiner Experimente funktioniert hatten, denn ich war nicht getötet worden, obwohl der Fluch es hätte tun sollen. Das ist auch das, was mich verwirrt. Warum Lord Voldemort so lange gewartet hat, bleibt eine Frage, die mich verwirrt. Er verbrachte eine beträchtliche Zeit in seiner nebligen, geisterhaften Form, und das ergibt für mich nicht wirklich einen Sinn. Als er schließlich den Trank und den neuen Körper erlangte, waren bereits über ein Jahrzehnt vergangen. Warum hat er so lange gezögert? Wusste er schon immer, wie es zu tun war? Er hatte bereits Quirrell für seinen Hinterkopf verwendet und von dort gelebt. Warum hätte er nicht sofort den rudimentären Körper vorgeschlagen? Es scheint, als ob eine Liste von Plänen vorhanden war, um an die Macht zurückzukehren, und er arbeitete sich nacheinander dadurch. Letztendlich funktionierte der rudimentäre Körper. Ich kann mir nicht wirklich erklären, warum er sonst so lange gewartet hat. Es scheint, dass Voldemort niemandem genug vertraute, um sich in einer solchen schwachen Form um ihn zu kümmern. Kannst du dir Lucius Malfoy vorstellen, wie er diese kleine Kreatur in seinen Arm trägt? Das kann ich wirklich nicht. Warum würde er sich selbst so viele Jahre lang in einem solch unerträglichen Zustand aussetzen, obwohl er das Wissen hatte, um seinen Körper wieder voll leistungsfähig zu machen? Zunächst benötigte er nicht unbedingt Harry Potter. Er wollte Harrys Blut, da er glaubte, dass dessen Eigenschaften nützlich wären, aber das Blut eines Feindes zu nehmen, stellte sich als schwierig heraus, da Voldemorts Feinde überall waren, es sei denn, er betrachtete niemanden als seinen wahren Feind außer Harry Potter. Der Dunkle Lord war kurz davor, sich mit seinem Schicksal abzufinden, als Ergebnis der Erschaffung von Horcruxen. Es ist aber schwer vorstellbar, dass Voldemort einfach die Niederlage akzeptierte und aufgab. Nur durch Wurmschwanz Aufsuchen entschloss er sich schließlich, es noch einmal zu versuchen, einen letzten Versuch zu unternehmen, um alles zurückzugewinnen, was er verloren hatte. Der rudimentäre Körper wurde höchstwahrscheinlich in die Geschichte geschrieben, in der Hoffnung, dass viele nicht berücksichtigen würden, dass es fast 13 Jahre dauerte, bis er es tatsächlich tat. Es könnte der Fall sein, dass Voldemort nur auf das magische Wissen stieß, das erforderlich war, um den Körper und die Wiedergeburtszauber zu erschaffen. Dies war eine sehr fortgeschrittene Magie und etwas, das nicht leichtfertig aufgedeckt werden würde. Selbst in seiner schwächsten Form war Voldemort immer noch in der Lage, Magie zu seinem Vorteil zu nutzen, was unterstreicht, wie mächtig er wirklich war. Das wirft die Frage auf, wie er den rudimentären Körper erschaffen hat und wie er die Wiedergeburt im Zauber erreicht hat. Schauen wir uns also zuerst den Körper an. Voldemort ist neblig, rauchig, geisterhaft. Er ist einfach nicht fest. Das ist der Punkt, den ich versuche zu erklären. Der Trick ist, ihn von diesem Zustand in eine feste Form zu bringen. Woraus besteht der Körper dann? Man kann nicht einfach lebendes Gewebe aus dem Nichts herbeizaubern und eine lebende Person erschaffen. Ich glaube nicht, dass ich mich wohlfühle bei dem, was ich als nächstes sage, aber es fühlt sich wirklich so an, als ob es der einzige Weg ist, wie man es hätte tun können.
den Körper eines Kindes als Wirt benutzen, damit der dunkle Lord ihn übernehmen kann. Vielleicht 3, vielleicht 4 Jahre alt, vielleicht sogar 5 Jahre alt. Lasst uns einen kurzen Blick darauf werfen, wie der Körper im Buch beschrieben wird. Es war wie ein umgedrehter Stein und etwas Hässliches, Schleimiges und Blindes, aber schlimmer, 100-mal schlimmer. Das Ding, das Wurmschwanz getragen hatte, hatte die Form eines zusammengekauerten Menschenkindes. Nur hatte Harry noch nie etwas gesehen, das weniger wie ein Kind aussah. Er war haarlos und schuppig und es schien rötlich schwarz. Seine Arme und Beine waren dünn und kraftlos und sein Gesicht, kein lebendes Kind hatte jemals ein solches Gesicht. Es war flach und schlangenähnlich, mit rot schimmernden Augen. Das Ding schien fast hilflos, denn das Gehirn eines Kindes ist weit von seinem vollen Entwicklungspotenzial entfernt. Der dunkle Herrscher hatte keine Mühe, es zu überholen, genauso wie er es mit Quirinus Quirrell tat. Sein eigener Geist wurde zu diesem Gedanken. Auch wenn es nicht der Fall ist, denke ich, unabhängig davon, wie er den Körper erschaffen hat, es war immer noch nicht sein ursprünglicher Körper, den er vor seinem Untergang hatte. Wenn man also davon ausgeht, dass dieser Körper nicht sein ursprünglicher war, was bedeutet, dass er nicht überleben konnte ohne eine Art von zusätzlicher Gesundheit, musste er Einhornblut trinken, damit es ihn aufrechterhalten konnte. Genau wie bei Quirrell und sich selbst. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Einhornblut wieder einmal im Bild ist, als eine der wichtigsten Zutaten für den Konservierungstrank. Das Blut wurde beschrieben als etwas, das jemanden am Leben erhält, selbst wenn man nur noch einige weniger Zentimeter vom Tod entfernt ist und es mit Naginis Gift vermischt. Das ist das, was mich verwirrt. Naginis Gift ist eines der stärksten Gifte, die es gibt. Es hat die Fähigkeit, seine Einstichwunden offen zu lassen und sogar Fäden schmelzen zu lassen. Also willst du mir jetzt sagen, dass dieses Gift, wenn es mit Einhornblut gemischt wird, Voldemort die Kraft geben wird, um seinen Zauberstab hochzuhalten und ihn zu benutzen? Wie funktioniert das überhaupt? Nun, das liegt daran, dass Naginis Gift sowohl tödlich als auch nützlich sein kann. Du fragst dich wahrscheinlich, worüber ich gerade rede. Wenn du mein Video darüber gesehen hast, warum Voldemort Nagini in einen Horcrux verwandelt hat, dann wirst du wissen, dass das, was ich dir jetzt erzähle, ähnlich ist, denn die Informationen sind auch für dieses Video wichtig. Also, Naginis Rasse oder Schlangentyp wurde nie in den Büchern enthüllt. Sie wurde nur als eine Person bzw. Schlange mit einem großen dreieckigen Kopf dargestellt. Jedenfalls liegt der Schlüssel zu Naginis Gift in ihrem Namen und ihrem Hintergrund in der hinduistischen und buddhistischen Tradition. Nagas sind eine Rasse von halbgöttlichen Schlangen mit großen Kräften und eine weibliche Naga wird Nagini genannt. Obwohl wir nie erfahren haben, welche Schlangenart Nagini ist, werden Nagas traditionell als große, kobraähnliche Schlangen dargestellt. Nagas haben eine Vorliebe für Wasser und tragen das Elixier des Lebens und sie symbolisieren sowohl Fruchtbarkeit als auch Unsterblichkeit. In der malaysischen Tradition ist der natürliche Feind des Nagas ein Phönix. Schauen wir uns das genauer an, was uns sagt, dass die Nagas das Elixier des Lebens in sich tragen können und auch Unsterblichkeit symbolisieren können. Oft ist es der Fall, dass alles Mythologische in Harry Potter von der Mythologie des wirklichen Lebens abstammt. Wenn das also der Fall ist, dann denke ich, dass Naginis Familie in dem Film Fantastische Tierwesen etwas mit den Nagas zu tun haben wird. Hinduismus und Buddhismus gibt es in jeder Ecke der Welt, also macht es Sinn, nachdem man diese beiden Substanzen verstanden hat, wie wirksam sie sind, wenn man sie kombiniert. Voldemort hatte sogar genug Kraft, um seinen Zauberstab zu heben, den Tötungsfluch anzuwenden und sogar um einen Horcrux zu erschaffen. Also muss es ein ziemlich effektiver Zaubertrank gewesen sein. Aber wie wir alle wissen, hielt er nur einige Stunden durch, bevor er sich wieder ernähren musste. Die Tatsache, dass er sogar in der Lage war, einen Horcrux zu erschaffen, unterstützt die Theorie, dass es zumindest ein menschlicher Körper war, den er besessen hat. Und das war's auch schon mit dem Video, wie Voldemort seinen rudimentären Körper erschaffen hat. Ich weiß, dass es viel zu klären gibt und zu erklären gibt, also wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.